Dann mach eine eigene Ansage, extra für dich. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit 3-2-1 Spiele, Empyrean Galactic Survival. Ich habe vergessen aufzunehmen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und ja, darum mache ich 1-2 Minuten länger. Eisen! Juhu! Magnesium! Gut, ja, dann willkommen in der Aufnahmepartnase. Ja. Wir haben natürlich jetzt einen neuen Seed gesetzt, damit deine Zuschauer es auch wissen. Wir haben jetzt den Seed 321 gewählt, da ist unser Escape-Pod direkt im Wasser geflogen. Und wir haben jetzt schon Eisen entdeckt, Partnase. Juhu! Ja, das ist sehr schön. Ich sammle hier direkt Kaffee ein. Also hier sind sehr viele Pflanzen, die man noch nicht sammeln kann. Das kenne ich so von den anderen Planeten nicht. Da kann man fast jeden Busch sammeln. Ja. Da kann man fast gar keinen sammeln. Das sind nur diese klassischen Pflanzen. Ja, die es auf dem anderen Planeten auch gibt. Aber, Kaffee! Soviel ich weiß, gibt's hier neue Tiere. Oder Aliens. Also ich habe dieselben bis jetzt entdeckt, aber weit bin ich ja noch nicht gekommen. Corn Dogs. Das ist lecker. Die hören sich ja schon lecker an, ne, Corn Dogs. Ja. Dabei ist das irgendwie so ein Fahnen oder sowas. Ja. Ich werde direkt am Anfang mal mich darum kümmern, dass wir erstens Energiezellen haben und zweitens Sauerstoff. Mhm. Genau, du machst das da, den Kram. Ich suche das Eisen. Wo ist das hin? Ich bin doch jetzt da drauf zugelaufen. Ist es weg? Bin ich jetzt doof? Nein. Magnesium? Ui. Ach, ich steh genau drauf. Das erklärt, oh, es ist tief in der Erde drin. 15 Meter tief ist das. Hab ich das auch so da angemacht? Aus wahrscheinlich, ne? Oder noch gar nichts, weil da ja keinen. Oh. Okay. Ich ahne schon, dass ich mich wieder einbaue und gleich nicht rauskomme. Dann nehmen wir dich halt selber raus. Da ist das gute Eisen, ich hab's entdeckt. So. Hey. Ich höre kaum was, Drizzle laut ist. Aber ja. Hat er schon keine Munition mehr. Du kannst dir doch hier die Drill-Ammo rausnehmen. Ja, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Macht ja nichts. Da haben wir auch schon mal ein bisschen Starteisen. Wir haben ja zwar schon Starteisen im Schiff, ne, aber das ist natürlich wunderbar. Oh. Hey. Hä, wie teilt man denn nochmal? Aber viel Eisen kommt da nicht raus. Ich hab den Eindruck, dass das weniger geworden ist. Ein Null Charge. Oh, ich komme hier nie wieder raus. Hilfe, Nase. Ach, ich komme schon am Rand irgendwie, komme schon rumgesprungen. Oh, schon fertig. Gut, Metal Pieces. Oh. Dann mache ich uns mal ein bisschen Drill-Munition. Oh oh. Oh oh. Kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Nein. Du kommst nicht mehr raus? Ja. Echt? Ja. Du musst mir Drill-Munition runterwerfen, damit ich mich rausbuddeln kann. Echt jetzt? Ja, ich habe ein sehr wunderschönes Loch gebaut. Ich komme bestimmt irgendwo am Rand raus, aber bis ich das rausfinde. Ja, der Pappnase macht direkt Drill-Munition. Ich dachte, du hast noch welche im Lager. Stimmt, ja. Ich kann dir deinen Teil mitbringen. Mein Teil? Das ist schon abgezählt, oder was? Ja. Fein säuberlich. Ich hab's geschafft. Okay. Ich habe gesagt, ich schaffe irgendwie am Rand da rauszukommen. Du hast aber ein echt tiefes Loch. Krimmel, Herrgott, cool,
Was ist denn da für ein Berg? Den kenne ich noch nicht. Da gehe ich erst mal gucken. Was ist das denn? Ist das schön? Ah, es gibt jetzt auch eine Sauerstoffflasche. Ja, für unterwegs. War auch in den Kommentaren. Also hat auch jemand kommentiert. Ja, stimmt. Hatte ich gelesen. Was ist denn für ein Hügel hier? Das finde ich sehr schön. Das freut mich so richtig irgendwie. Oh, die will ich ja jetzt nicht alle verballern. 6. Einen machen wir noch, damit wir 9 haben. Ich komme zurück. Tu es. Also das ist noch eine Menge Eisen. Also da werden wir erstmal keine Probleme mit haben. Aber ich feiere das noch so, dass wir gerade nicht ersticken. Magnesium haben wir auf jeden Fall. Nee, also alles, was das jetzt begehrt. Ups. Kaffee, das hatten wir in der letzten Folge schon, ohne Ende. So, Drillmuni haben wir. Ich guck direkt mal, was wir hier herstellen sollten. Machst du denn schon fleißig Sauerstoff? Ist gerade schon dabei, ja. Also mit Wasser haben wir hier echt keine Probleme, glaube ich. Nee. Aber so eine Basebau wird ein bisschen schwierig, ist ja alles voller Berge. Das ist krumm und schief. Du bist das, der hier angewatschelt kommt, oder? Jo. Ja, klar. Auf dem Wasser kann man ja eine Base bauen. Das sieht bestimmt auch toll aus. Ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht... ungewohnt ohne Helm. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes bauen soll. So Blöcke, damit wir eine Base bauen können? Ich schmeiß dir mal... Quatsch mit Soße. Alles neu wieder. Hier hast du Eisenohre drinne. Ja. Guck mal, was ich noch habe, Crushed Stone. Kann man ja auch noch ein bisschen Mist mitmachen. Und Energie ist wichtig, ne? Dass du Energie herstellst. Auf jeden Fall. Das mache ich direkt. Wie viel hatten wir denn? Ein bisschen habe ich schon hergestellt, ja. Mhm. Und hier haben wir Wasser, Luft. Oh. Bitte. Wo hast du denn den Tank? Den neuen Tank? Den habe ich noch nicht gesehen. Welchen neuen Tank? Den man jetzt herstellen kann. Hier. Den Lufttank, meine ich. Ja, bei Waffen ist der. Sag mal, warte. Da, Oxygen Bottle. Das ist ja eine coole Idee, ne? Hm. Da braucht man einfach nur zwei so eine Tankdinger wahrscheinlich, wenn ich das so richtig erkenne. Ja, du liegst da schon völlig richtig. Wunderschön. Drill-Ladung. Ist da schon irgendwo eine drin? Ja, habe ich. Schwierig, dass wir jetzt über durchs Wasser gehen. Ist hier drin. Hier ist noch ein Drill. Ein Munitionchen. Hunger geht noch. Ich verliere aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Luft. Ich hab nicht. Eindruck. Ja, weil du, glaube ich, deinen Helm auf hast. Oh. Hab ich den auf? Guck mal. Was du hast den auf, ja. Das ist natürlich nicht so helle. Das ist klar, dass ich Luft verliere, ne? So, ich gehe ein bisschen spazieren. Ich denke mal auf, was es in unserem Umkreis noch so gibt. Ist ja mach wichtig das. Zu wissen. Na, Ausdauer geht immer noch weiterhin gleich schnell runter. Ich werde eingeladen für eine Runde Counter-Strike, gerade bei Steam. Wo wird schon einer gesammelt? Dann haben wir einen Turm. So. Auch schon geflugt. Metal Plates, die stellen wir erstmal her. Huh? Oh. Ein Stück sagen wir. 15. Was ist jetzt los? Es wird dunkel. Was denn, was hast du denn? Ich bin unter Wasser und jetzt springe ich auf den Grund. Da musst du über Wasser kommen. Wie? Warte mal, ich such dich mal. Schon gut. Ich bin wieder ohne Helm ins Wasser gerannt, weißt du? Okay. Das war nicht so hell. Habe ich irgendwas entdeckt? Ich hatte gerade Bling gemacht. Nee, das war nur nicht wirklich. Ich eile, ich flitze. Er macht eigentlich nicht Sinn, in deine Richtung zu laufen. Warum? Ja, wenn ich hier ein bisschen was aufdecken will, dann wäre es ja schon Sinn, wenn wir in eine unterschiedliche Richtung laufen, ne? Ja, ich lauf weg von euch jetzt. Ja. Ach so, du bist ja. Ach, jetzt verstehe ich erstmal. Ja. Hier kann man immer noch nicht draufklicken. Und es wird natürlich dunkel. Bescheuert, haben wir den Helm auf und vor allem braucht Sauerstoff. Eisen. Ja. Size 7. Boah, noch mehr. Riesig groß. Das ist schön. Wer hat's entdeckt? Ich? Nee, Timmy. Ich bin da auch zugelaufen. Oh, Pappnase, hat Eisen entdeckt. Oh, ist ja ein Ding. Wow, ganz also Eisen haben wir schon mal genug. Das sollte kein Problem sein.
Eisen ist en masse da. Das ist schon mal schön. Ja. Die schmecken lecker. So, ich warte ein bisschen, bis meine Ausdauer aufgeladen ist. Deine Dausauer? Meine Dausauer, ja. So, ich gebe gerade Gas. Eine atembare Luft hier. Die schmecken ein bisschen nach Furz, ne? Ja. Ist nicht das Brennen in den Augen, sondern der pelzige Geschmack auf der Zunge. Tee? Ah gut, das ist ein Turm. Muss ich ein bisschen aufpassen, da ist schon Geschütz oben drauf. Pappnase discovered. Magnesium. Also Magnesium und Eisen, mehr haben wir bis jetzt noch gar nicht gefunden. Ja. Kupfer wäre mal so eine gute Sache. Ja. Silikon, Kobalt. Wir müssen noch irgendwas sprengen. Wir werden jetzt um den See einmal rumlatschen. Da werde ich bestimmt noch ein, zwei Sachen aufdecken. Die bestimmte. Und diese komische Zappelpflanze. Oh, sehr schön. Das gibt mir Stamina. Luft, Luft, Luft. Oh, muss ich gar nicht. Oh, diese Ausdauer. Was gibt's Stamina? Diese Akua-Früchte. Echt? Ja, 50. Essig. Ich habe zwei gesammelt schon. Bevor sie schlecht werden. Oh, ist ja nix. Aber Essen ist aber auch dabei, ist auch gut. Kaffee ist immer gut. Ui. Alien Tower, V2. Ach, die entdeckt man jetzt auch. Okay. Okay. Der wird auch auf der Karte markiert. Ja. Sehr angenehm. Warum ist jetzt immer Nacht? So, die Ausdauer. Ich habe keinen Bock auf diesen Herzschlag. Alien Tower. Komische Felsen hier stehen. Oh, sieht ja ganz gut aus. Ne? Also, jo. Die Welt, die macht schon irgendwie einen guten Eindruck. Licht. Eine Taschenlampe brauche ich. Ja, ich nehme mal den Drill, der hat ja einer dran. Der hat keine Polarkappen oder so, der Planet ist einfach nur grün. Ja. Und, Er wird noch toll was finden. Die Pole sind ja anscheinend, also so wie ich das jetzt verstanden habe, auch, begehbar. Aha. Helm auf. Es geht durchs Wasser. Mit dem Jetpack. Aber wie fällt's auf? Ja. Man ist einfach zu schwer, man kann ja nicht schwimmen, ne? Man. Also ich finde schon mal total geil, dass es hier so viel Kaffee gibt. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen was gesammelt unterwegs jetzt. Das stackt sich sogar 7-mal. Das ist sehr gut für die Ausdauer, ne? Ja. So, wo wollte ich ihn jetzt aufdecken? Das hier, das Feld. Gerade weg voraus, da ist mit Sicherheit irgendeine Ressource. Du hast nämlich die ganze Pflanze gesammelt. Wieso das? Nö. Aber ich werde Magnesium will ich schon finden oder Eisen. Ich soll das grobe Umfeld erstmal erkunden, das ist eine gute Idee. Ja. Und dann müssen wir schon mal anfangen. Aber wir brauchen ja auch Kupfer und so, da bringt ja nichts. Wir können hier erst ein Raumschiff bauen, weil wir die Ressourcen ja gar nicht haben. Ja. Na, oder was er sagt, so ein Ground Vehicle. Wir wollen das diesmal ein bisschen besser angehen, ja, das Spiel. Außerdem, wenn wir jetzt direkt schon ein Raumschiff bauen, dann haben wir ja schon so viel vorweggenommen irgendwie. Ja, wenn man es kann, dann kann man es natürlich bauen, keine Frage. Außerdem interessiert mich das Weltall, wie das jetzt aussieht und wie das ist, wenn man einen Planeten verlässt. Das weiß ich nämlich noch nicht. Was vielleicht besser aussieht, weißt du? Ja. Oder ob wir beide auch schon einen Planeten gleichzeitig verlassen können. Oder unabhängig voneinander, dass ich zum anderen Planeten fliege, während du hier in der Küche arbeitest, weißt du? Ja. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Oh Gott, jetzt decke ich ja gar nichts mehr auf. Ich auch nicht. Gut. Wo bist denn du? Da unten. Boah, du bist auch weit weg. Hint. To build a small vessel
Crafts my vessel starter in large construction and place somewhere. Ach, du liest die Spieletipps. Ja. Naja, gut. Wir schaffen heute nicht so viel, merke ich schon. Was gibt uns eigentlich dieser Corn Dog? Hab ich schon wieder vergessen. Gar nicht. Food 50. Mehr nicht. Also ich habe tatsächlich nichts aufgedeckt. Ich auch nicht. Nicht, dass es nur unsere Basis jetzt das gibt. Hier, ey, das wäre eine Katastrophe. Ja, 3, 2, 1. Dreimal Eisen, zweimal Magnesium und einmal noch irgendwas. Plastik. Ich drehe wieder um. Das hat so keinen Sinn. Ja, ich bin auch gerade auf dem Marsch zur Basis. Zur Bas, würde ich sagen. Und der Ausdauer ist immer noch eine Katastrophe. Ein lecker Corn Dog. Und lauf, Forest, lauf. Naja, irgendwie hat mir dieser Planet aber auch tatsächlich gefehlt, ne, in dem Spiel. Ja. Uff. Oh, du kannst nicht schwimmen. Kannst du schwimmen? Nee, ne? Nö, dann ersticke ich. Na, und mit Helm. Mit Helm? Also ich laufe auf dem Grund, wenn ich unter Wasser bin. Das ist ja skurril. Na, Stimmt, ja. Ich kann auch nicht wirklich. Und... Nimm dies. Stein. Die Sonne geht doch jetzt endlich wieder auf, Mann. Ich will den Sonnenaufgang sehen auf diesem Planeten. Die haben wir doch schon mal gesehen. Ja, aber nicht auf meinen neuen Planeten hier. Auf unserem neuen Planeten. Ach so. Ach, diese Ausdauer, ey. Das fängt jetzt schon wieder an, mich zu nerven. Die geht nicht hoch. Die bleibt, ah, jetzt geht's. Alles easy. Nimm dies. Unbedingt. Was sagst du? Ach, ich hab grad einen Stein genimm dies. Was heißt genimm dies? Ja, ich habe zu ihm gesagt, nimm dies. Ach so. Und ihn dann gedrillt. Jetzt habe ich eine Blume getötet. Muss ja auch irgendwas tun. Also im Dunkeln. Ja, wir brauchen Energie eine Menge. Dafür brauchen wir noch diese Palettdinger da, diese blauen. Ja. Dann brauchen wir noch dringend Kupfer. Wir brauchen Kobalt. Wir brauchen alles noch. Wir haben bis nichts so aufgedeckt. Haben wir genug Ressourcen für so ein Small Vessel, also besser gesagt so ein Ground Vehicle? Ich denke, das dürfen wir hinkriegen. Weil das brauchen wir dann dringend. Das wird dann ja unser Ziel sein, das jetzt zu bauen, weil wir jetzt uns gar nicht, kann ich jetzt Latschen nehmen bekloppen, auch wenn man nicht mehr erstickt. Ne? Das ist auch schon mal was Feines. Da müssen wir etwas mehr reisen. Ja. Was ich mir sehr spannend vorstelle. Ja, der Planet ist optisch gesehen. Der ist sehr interessant. Oh, hier ist hell auf der Seite, hier will ich sein. Hat einen 24-Stunden-Tagesrhythmus. Hat normale Temperaturen wie bei uns auf der Erde. Hat es das? Ja. Stand ja mal da, in der alten Version, alles da. Das haben sie ja verändert. Hast du dafür ja die Map. 300 Meter bis zum Escape Pod. Und noch mehr Kaffee. Also ich habe eine Menge Kaffee eingesammelt. Ein Mond hat der Planet. Das ist er da oben, ne? Das ist der Eisplanet. Oder? Also der Achso, das kannst du lesen, ne? Ja, der Omikron, der Wüstenplanet, der hat ja auch einen Mond. Mond ist einer, ja. Interessant. Also sie haben sich da ziemlich erdennah gehalten, würde ich mal sagen, ne? Ja. Müssen wir nur eine Stadt drauf bauen. Ja, wir besiedeln den Planeten. Machen wir auch.
Oh, Luft, Luft. So, ich bin mal beim Escape-Pod. Was vor sich hin leuchtet. Also das werden wir uns natürlich wieder startklar machen. Keine Frage. Das macht ja am meisten Sinn eigentlich. Auf jeden Fall. Eisenohre. Wo ist denn unser Wasserkraftwerk? Unser Luftkraftwerk hin? Ziemlich direkt am Escape-Pod. Da habe ich schon wieder so einen Grafikfehler. Ich sehe es. Ich sehe es also nicht. Ich weiß aber, wo es steht, weil ich das gerade gesehen habe. Ich sehe es gerade nämlich nicht mehr. Okay. Das ist mal komisch, wenn ich mich entferne. Weißt du, warum das bei mir so ist? Keine Ahnung. Also ich kann dir einen guten Computer empfehlen, Tim. Kannst du bei one.de zusammenstellen. Du bist ein Witzbolz. In 2 Stunden wird es wieder hell. Und wir haben, was haben wir denn auf der anderen Seite noch hier Schönes im Lager? Ich habe gerade mal reingeguckt, eine Pistole, wir haben noch Munition, ein bisschen Essen, Trinken, Lebensenergie. Kannst du dir alles rausnehmen. Ein Goreblock ist da drin, dürfen wir auch nicht vergessen, ist auch wichtig. Eine Taschenlampe? Nee, gar nicht, keine Taschenlampe. Beleuchte mal direkt hier den See aus. Wups. Nee. Das kann ich an. Warum? Kann man die anschalten? Mit Y oder was? War doch früher nicht so. Geht das? Anschalten? Nö. Hast du mal F ausprobiert? Ja, geht nix. Die leuchtet. Ich leuchte einfach zu hoch. Deswegen. Muss hier unten hingestellt werden. Ich trottel. So. Jetzt leuchtet genau das Schiff an. Ach, ist das schön. Wie es doch leuchtet. Waffenanlage ist wichtig. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit den Außerirdischen jetzt hier. Mit diesen Wesen. Ja. Ach, guck mal. Das ist der Eisplanet. Ich sehe aber auch den Wüstenplaneten. Also so weit sind die alle wieder weg. Ja, und hier ist der Lavaplanet. Meine ich doch, der Lavaplanet, ja. Und über uns ist der Mond. Ah, nee, gar nicht. Das ist der Eisplanet, ne? Boah, was ein Durcheinander. Es wird Tag. Jukuhu. Da beim Berg wird die Sonne aufgehen. Oh, das ist aber echt, sieht echt spitze aus mit dem Planeten. Bin ja so ein bisschen verliebt gerade. In mich selbst. Es geht auf, Sonne, Mann. Wo bist du denn? Auf, machen wir den Sonnenaufgang nicht kaputt. Ich fände es cool, wenn man irgendwie ein Symbol hätte, das einem anzeigt, wann man den... Oh, das wird bestimmt noch kommen, denke ich mal. Da kommt die Sonne. Kann hier einfach so gucken. Da ist er. Da ist er. Oh, du bist schon wieder weg. Da hat mal geleuchtet, ganz kurz. Ja, auf Sonne. Siehst du die Sonne? Oh. Ich sehe die Sonne, ja. Ich sehe sie nicht. Ich sehe nur hell. Ja. Da, wo es am hellsten ist, ist die Sonne, Tim. Aber ich erwarte einen Sonnenfleck. Also eine Sonne. Ja, die Sonne, die blendet einfach so sehr. Du siehst sie nicht. Da muss ich mitleben. Okay, ja. An der Stelle sage ich mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterbauen, bevor wir weiter aufnehmen. Ich weiß nicht, wie lange der Pappnase noch macht. Ja, 1-2 Minütchen länger, ne? Gut, ja, ich bleib natürlich hier. Ja, dann seht ihr das, was ich Ihnen erzähle, wenn ich keine Aufnahme mache. Immer nur perverses Zeugs. Nein, Quatsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, wir bauen jetzt weiter. Bis dann. Tschüss. Noch nicht tschüss. Obwohl, zu Tims Zuschauern tschüss. Schon zu spät. Ich hab schon aufgelegt, würde ich gerade sagen. Ich hab schon abgebrochen. Ja, wunderbar, Pappnase. Jetzt können wir endlich wieder über die Schandtaten des Lebens reden. Nein, Quatsch. Wie soll ich denn jetzt nach hier? Ach so. Gut, dann lass uns mal ein bisschen bauen. Ich habe ein bisschen Eisen schon reingeworfen wieder. Ja. In der Nähe war ja auch Eisen. Ich hole noch ein bisschen mehr. Magnesium und Eisen.
Was soll ich jetzt als erstes bauen? Eine Base? Das Ground Vehicle. Ground Vehicle, okay. Also ich würde ein Ground Vehicle sagen. Ey, cool. Wie ein Stein übers Wasser geschnipst. Achso. Eine Hoover Engine brauche ich. Hoover? Oh Gott, Motor 2. Stellen wir erstmal die Motoren her. Oh, die Ressourcen sind alle so tief hier, ey. Metal Components 2, das heißt 4, 6 Kabel, 2 Electronics. Ich renne jetzt aber nicht so weit weg, damit. Ich denke mal, wir werden nachher gleich ein bisschen erkunden dürfen, ne? Mit dem Gerät, was du so fix zusammen hast. Ja. Soll ich auch direkt schon einen Geschützturm dran bauen, damit du mitfahren kannst oder ich? Wenn wir einen haben. Gummi. Was brauchen wir dann? Ich hole gerade noch Lesen. Pipes 5. Oder haben wir 3 Electronics. Ach, ist er spannend. Ja, ich sagte, Magnesium abbauen ist gerade die Action geladen. Ich musste gerade einfach hüpfen und mich im Kreis drehen. Ja, ich mache an dieser Stelle auch mal kurz Schluss. Und wir sehen uns dann in einem etwas fortgeschrittenen Stadium wieder, wenn wir die Planeten erobert haben. Bis dann.